Die Schmalspurlegende 99633, im Original 1899 gebaut, und sie ist auch heute noch unterwegs auf der Museumsbahn zwischen Ochsenhausen und Warthausen, dem Öxle. Es handelt sich bei der Lok um einen Bausatz von der Firma Regner, der ungefähr 2004 auf den Markt gebracht wurde. Und ich hatte das Glück, dass ich noch einen fast ungebauten Bausatz ergattern konnte, was relativ selten ist heutzutage. Ich habe die Lok aufgebaut oder erstmal das, was der Vorbesitzer gebaut hat, auseinandergebaut. Und dann habe ich von 0 auf 100 gestartet, die Lok wieder zusammenzubauen. Und dabei habe ich ein paar Dinge gemacht, die nicht ganz serienmäßig waren. Denn auf der einen Seite hat man heutzutage von all den anderen Leuten, die in den vergangenen 15 Jahren diese Lok aufgebaut haben, natürlich viel Wissen, auch über das Internet. Man kann nachlesen, wo sind die Kinderkrankheiten von diesem Bausatz damals. Da gab es einige. Und dementsprechend hatte ich natürlich so ein bisschen einen Wissensvorsprung. Und der wurde auch konsequent umgesetzt und angewandt. Alle Kolben sind heutzutage auf dem modernen Stand, dass man da nicht mehr gewickelte Kolben verwendet, sondern Teflonkolben. Dann hat die Lok was recht Außergewöhnliches, was damals gar nicht eingeplant war, nämlich eine Zylinderentwässerung auf beiden Triebwerken. Steffen Weidelich wird von mir und von anderen Fans wegen seiner Passion für den Dampf auch nur Steamtown Steve genannt. Und er hat nur Augen für seine Lok. Bei der TSSD handelt es sich ja um eine Mallet-Lok. Das bedeutet, dass das hintere Triebwerk in der Regel mit Frischdampf aus dem Kessel versorgt wird und das vordere Triebwerk mit dem Abdampf des hinteren Triebwerks versorgt wird, was im Fachjargon Verbundbetrieb genannt wird. Und dadurch kann die Lok natürlich besonders effizient fahren, weil der Dampf dann auf bestmögliche Weise ausgenutzt wird. Es dauert aber noch ein bisschen, bis die Reise losgeht. Die Zylinder muss man vorwärmen bei der Mallet. Das dauert ein bisschen länger wie sonst wegen dem Verbundtriebwerk. Man kann hier allerdings umschalten, ob man alle vier Zylinder mit Frischdampf fahren möchte oder im Verbundmodus. Jetzt sehen wir, geht das Sicherheitsventil bei 3 Bar auf und jetzt können wir mal die Zylinderentwässerung öffnen und mal langsam fahren. Im Verbund ist immer, dass das vordere Triebwerk relativ kalt ist, vor allem beim Anfahren, sich da viel Kondenswasser bildet. Und normalerweise würde die Lok das ohne Entwässerung aus dem Schornstein oben rausschmeißen, was natürlich im Betrieb A nicht so schön ist und B macht es auch eine Riesensauerei. Und durch die Entwässerung kann man jetzt auch bei kaltem Zylinder sehr feinfühlig auch anfahren und hat keine Fontäne auf dem Tisch. Und jetzt zieht sie los, die Maschine im Maßstab 1:22,5. Die wohl bekannteste Dampflok im Original in unseren Landen. Keine Lokomotive kam so oft im Fernsehen wie die 99633. Bei dem Modell kann ich per Fernsteuerung über ein spezielles Ventil umschalten, ob ich jetzt alle vier Zylinder mit Frischdampf betreiben möchte oder ob ich das Modell im originalen Verbundbetrieb fahren möchte. Und dieses Ventil hat auch in der Vergangenheit bei vielen anderen Lokomotiven dieses Typs zu Problemen wegen Undichtigkeit geführt. Und da gibt es aber heutzutage doch schon Tricks, wie man das dann hinkriegt. Bei der Lok ist es zum Glück jetzt komplett dicht durch verschiedene Umbaumaßnahmen. Und deshalb fährt die auch sehr, sehr gut im Verbundbetrieb. Also jetzt im Moment läuft die Lok gerade im Verbundbetrieb, das heißt, man hört auch nicht wirklich viel Abdampf von den Zylindern. Ich kann jetzt allerdings mit einem Schalter hier umstellen auf Frischdampf und dann hört man auch ein bisschen Dampfgeräusch. Achtung, ich mache jetzt. Ja.
Es hat mir sehr viel Freude bereitet, diese Lok zu bauen, weil einfach eine ganze Menge Regner-Firmengeschichte da drin hängt. Und für mich das auch persönlich, da ich mit der Firma Regner so ein bisschen aufgewachsen bin, schon als Kind damit zu tun hatte. Und für mich war das einfach aus nostalgischer Sicht ein wirklich schönes Projekt, diese Lok aufzubauen. Auch aus nostalgischer Sicht diesem Zug nachzuschauen und der Melodie zuzuhören. Sie hat sich in den letzten 30 Jahren ins Gedächtnis eingebrannt. Wie die Lok.